Oh mein Gott, Freunde. Wie lange habe ich schon darauf gewartet, ein neues Game zu My Hero Academia ankündigen zu können. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen News-Video. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Es gibt die ersten Infos zu einem neuen Boku no Hero Academia Spiel. Und die Chancen stehen sehr gut, dass es für die Konsolen kommen wird, Freunde. Und bevor ich jetzt weiterrede, will ich euch sagen, was gestern passiert ist. Und zwar hat Bandai Namco eine Webseite gestartet mit einem Countdown. Und zwar werden sie mit dieser Webseite eben ein neues Spiel, ein neues Projekt ankündigen. Dieser Countdown wurde auf 10 Tagen gelegt. Da das gestern erschienen ist, bleiben noch 9 Tage übrig. Sprich, am 4. Dezember ist dieser Countdown auf jeden Fall zu Ende. Und die wollten dadurch ein neues Spiel, ein neues Projekt ankündigen. Und das Gute ist, Freunde, auf dieser Webseite, die ist schon öffentlich, aber man hat noch nicht viel Inhalt, gibt es nur eine Mikrowelle. Und wer jetzt denkt, Mikrowelle, Anime, was habe ich da noch in Erinnerung? Entweder Steins Gate oder Boku no Hero, was anderes fällt mir jetzt nicht ein. Steins Gate kann es nicht sein, weil da wird noch ein Spiel dazu kommen. Aber wenn man auf diese Mikrowelle draufklickt, Freunde, dampft es einfach. Und wir sehen einfach ein Ei, was aus der Mikrowelle kommt, zerbricht und eben dann steht da eben noch die Anzahl der Tage. Und wie gesagt, wenn man den Begriff Mikrowelle und Ei in Verbindung bringt, dann kommt man auch ganz schnell zu Boku no Hero. Und wenn man sich jetzt nochmal den Namen der offiziellen Webseite anschaut, also die URL, sprich mhaoj.bandai-entertainment.net, das sind auf jeden Fall immer die offiziellen Webseiten, das heißt, es ist auch keine Fake-Webseite, dann wird einem schnell klar, dass MHA für My Hero Academia steht. Diese Abkürzung gibt es wirklich nur für My Hero Academia, könnt ihr mal googeln, wenn ihr irgendwie einen anderen Anime oder irgendwas anderes mit dieser Abkürzung in Verbindung bringt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Aber wenn man sich jetzt einfach die zwei Sachen, sprich das Ei, die Mikrowelle und noch diese Abkürzung, diesen Namen der Webseite anschaut, dann weiß man, dass es ein My Hero Academia Game sein wird. Bandai Namco hat es angekündigt. Was für ein Spiel es sein wird, wissen wir leider noch nicht. Auf welcher Plattform wissen wir auch noch nicht. Aber ich bin jetzt einfach mal so frei zu sagen, dass ich glaube, es wird für die Konsolen kommen. Denn es gibt schon ein Smartphone-Spiel zu My Hero Academia Smash Tab, was auch vor kurzem erst rausgekommen ist, also vor einigen Monaten. Ich glaube, es gibt nicht mal eine globale Version, sondern nur eine japanische. Und dann gibt es eben auch schon ein 3DS-Spiel zu My Hero Academia, aber es gibt halt, wie gesagt, kein Spiel für die Konsolen. Und da ist meine Ansicht, oder da denke ich ziemlich stark, dass eben was für die Konsolen kommen wird, vielleicht auch für die Switch oder auch noch für den PC. Und ich würde mich da übelst freuen. Ich habe so lange darauf gewartet. Ich denke, auch wir in der Community haben sehr, sehr lange auf so einen My Hero Academia Titel gewartet. Und ich habe mir persönlich sowas immer gewünscht. Deshalb bin ich auf jeden Fall im Hype und freue mich, wenn das Spiel rauskommt. Wie das Spiel jetzt aussehen wird, in welche Richtung es gehen wird, weiß ich nicht. Ich wünsche mir einfach so ein ähnliches Beat'em Up wie Dragon Ball FighterZ. Wird mir persönlich am besten gefallen. Aber vielleicht wird es auch was ganz Neues sein. Ich warte einfach mal ab. Spätestens am 4. Dezember wissen wir auf jeden Fall mehr darüber, was es für ein Spiel sein wird. Das OY in der URL steht wahrscheinlich für den Spieletitel. O vielleicht für One, Y, keine Ahnung, für was das stehen könnte. Was, wenn ihr irgendwelche Ideen für den Spieletitel habt, könnt ihr das natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Und ansonsten, Freunde, waren das eben die ganzen Infos. Wie gesagt, am 4. Dezember wissen wir auf jeden Fall mehr darüber. Ich freue mich mega auf dieses Spiel, Freunde. Ich hoffe, ihr seid auch so im Hype. Wenn ja, zeigt es mir doch gerne mit einem Daumen nach oben. Oder teilt das Ganze, dass eben so viele wie möglich davon mitbekommen, dass ein My Hero Academia Game kommen wird. Was sagt ihr zu dem Ganzen, Freunde? Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich bin echt gespannt, was ihr dazu sagt. Und seid ihr auch so im Hype wie ich? Als kleine Randinformation noch am Ende: 2018 wird so oder so ein My Hero Academia, ja, denn die dritte Staffel wird im April 2018 anfangen, also macht euch auf jeden Fall dafür bereit. Und es wäre perfekt, wenn 2018 noch so ein geiler Konsolentitel rauskommen wird, da freue ich mich drauf. Und ansonsten, Freunde, war es das von dem News-Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, haut rein, bis zum nächsten Mal, euer Mautoxi. Ciao!